Der Data Layer. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2023. Dies sind die Abenteuer des Teams von Master of Search, das mit seinem unglaublichen Team schon seit über 20 Jahren für messbar mehr Gewinn und Sichtbarkeit auf Google sorgt. Was ist eigentlich dieser Data Layer? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Master of Search Podcast für messbar mehr Sichtbarkeit und Gewinn auf Google. Der Data Layer. Ja, was ist das eigentlich genau? So ging es mir vor einigen Jahren auch, als ich das erste Mal von dem Data Layer gehört habe im Zuge des Google Tag Managers. Das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, wo ich begonnen habe, mich mit dem Google Tag Manager auseinanderzusetzen oder vielmehr die ersten Berührungspunkte damit hatte. Wir als Agentur damals noch wussten mit dem Google Tag Manager nicht umzugehen, wussten nicht, was es mit dem Data Layer auf sich hat. Der erste Berührungspunkt, den wir da wie gesagt hatten, war ein Projekt eines Kunden, wo der Google Tag Manager im Einsatz war. Es war damals eine Kollegin bei uns, die sich mit dem ganzen Thema befasst hat, die ohnehin schon so ein bisschen Programmierkenntnisse hatte. Ich selbst war im Tagesgeschäft und auch bei den Kunden mit dem ganzen Thema Tag-Management überhaupt nicht involviert und konnte damit auch nicht viel anfangen. Und als es dann von diesem Kunden hieß, ja, könnt ihr uns denn dann bitte auch noch den Data Layer implementieren und anpassen, damit wir dies, das Ananas machen können, da hörte es für uns als Team und auch für mich auf. Und seit jeher war dieses Thema Data Layer dann immer wieder ein großes Mysterium. Als ich dann ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, mich dann immer mehr mit dem Tag-Management-System oder dem Google Tag Manager im Allgemeinen auseinandergesetzt habe, bin ich dem Data Layer immer häufiger auf die Schliche gekommen, ich jetzt beinahe gesagt, über den Weg gelaufen. Denn unweigerlich ist es so, wenn man mit dem Google Tag Manager zu tun hat, hat man auch sehr schnell mit dem Data Layer zu tun. So, jetzt redet er die ganze Zeit über den Data Layer und hat immer noch nichts davon verraten. Das ist richtig und das will ich jetzt ändern. Also, was ist der Data Layer? Der Data Layer ist übersetzt die Datenschicht einer Webseite. Das dient im Prinzip dazu, um Informationen zu übermitteln an Tag-Management oder Tracking-Systeme, die so nicht sichtbar sind. Also alles, was in dieser Datenschicht drin ist, bekommt der Nutzer, der ja die Web-Oberfläche, also die Web-Schicht einer Webseite sieht, gar nicht zu sehen. Warum kann das Sinn machen? Zum Beispiel dann, wenn du in einem E-Commerce-Store strukturierte Informationen an ein Tag-Management-System wie den Google Tag Manager oder Google Analytics übergeben möchtest, über das, was derjenige dort gekauft hat oder welchen Umsatz der gemacht hat oder zum Beispiel, wenn sich jemand irgendwo anmeldet, wie hat er sich angemeldet, mit welcher Methode? Also hat er sich eingeloggt mit einem Passwort, hat sich derjenige oder diejenige über einen, über so einen Google-Button eingeloggt. Das alles sind Ereignisse, die für den Nutzer, der die Seite benutzt, auf deiner Webseite erstmal vollkommen irrelevant sind, die aber für dich im Hintergrund in deinem Tag-Management-System, in Google Analytics, in Google Ads, in Facebook und wie sie alle heißen, total relevant sein können. Ich will dir noch ein Beispiel geben. Es muss ja nicht immer der E-Commerce-Store sein, mit dem wir arbeiten. Einige unserer Kunden arbeiten zum Beispiel mit Buchungssystemen. Das heißt, dort werden Tickets gebucht oder dort wird sozusagen der Nutzer über eine Buchungsstrecke gesendet. Beispiel Kreuzfahrten oder Konzerte oder Tickets für Events. Und jetzt ist es aber so, dass diese Buchungsstrecke ja, die fängt ja nicht mit einem Kauf an oder hört automatisch mit dem Kauf auf, sondern da wird erstmal ein Ticket ausgewählt oder eine Ticketkategorie oder ein Event, dann wird es in den Warenkorb gelegt, dann wird sozusagen ein Datum ausgewählt, dann wird eine Bezahlmethode ausgewählt, dann wird das Ganze gekauft, dann ist der Kauf abgeschlossen. Und über all diese einzelnen Steps möchtest du ein Reporting in deinem Web-Analyse-System oder auch in deinem Tag-Management-System, in Google Ads, führen. Damit das möglich ist, solltest du über Informationen im
Data Layer, also in der Datenschicht der Webseite, verfügen. Wie komme ich jetzt an so einen Data Layer? Das ist die Frage, die sich jetzt vielleicht der eine oder andere stellt, der jetzt zumindest schon mal verstanden hat, wofür das da ist und was es damit auf sich hat. Die gute Nachricht ist, es ist eigentlich nicht so schwer, Daten da reinzubekommen. Die schlechte ist, du selbst wirst es wahrscheinlich nicht machen können. Also, um Informationen in den Data Layer, beziehungsweise die Datenschicht auf Deutsch, zu bekommen, musst du in aller Regel immer mit einem Webentwickler oder mit einem, ja, mit einem Plugin arbeiten. Aber wenn wir jetzt kein Plugin haben, was uns Informationen in der Datenschicht zur Verfügung stellt, wie das zum Beispiel bei WooCommerce und WordPress ist, da gibt es dann diese strukturierten Informationen für Google Analytics 4 über ein Plugin. Also wenn du das nicht hast und du hast vielleicht auch etwas total Abstraktes, was jetzt so nicht out of the box überall einfach so getrackt wird, also kein Kaufevent oder zum Warenkorb hinzufügen, dann musst du mit einem Webentwickler deines Vertrauens sprechen und der sollte dir dann innerhalb deiner Webseite diese Informationen in einer strukturierten Form zur Verfügung stellen. Wie kannst du diesen Webentwickler briefen? Dazu könnte ich dir folgende Empfehlung geben. Wenn du dir die Google Analytics 4 Events in der Developer-Dokumentation anschaust, dann folgt das immer einer bestimmten Struktur. Das ist JavaScript-Sprache und anhand dessen kann man sich im Prinzip selber so ein kleines Event auch schon zusammenbauen. Ja, das heißt also, es könnte zum Beispiel ein Clickout-Event sein, ja, oder ein Sign-Up-Event oder ein Exit-to-Payment-Event oder ein Login-Event. Und innerhalb dieses Events kann man dann wieder Variablen, also Werte übergeben, die vielleicht von Interesse sind. Also zum Beispiel im Falle eines Logins, wie hat er sich eingeloggt? Ja, oder worüber? Oder im Falle eines Clickouts, welcher Link war das, der da geklickt wurde? Ja, das sind solche Dinge, die kann man dann strukturiert übergeben. Es gäbe so viele Beispiele und Anwendungsfälle, die sind so vielfältig, dass ich das wirklich kaum ausführen kann, was man dort alles machen kann. Was mache ich denn jetzt, wenn ich keinen Webentwickler meines Vertrauens habe und es ist mir auch ehrlich gesagt alles zu kompliziert mit diesem Data Layer? Ich kriege das nicht so schnell auf die Reihe. Wir wissen ja, Entwicklerkapazitäten sind knapp immer im Unternehmen. Ja, was kannst du dann machen? Im Prinzip bleibt dir eigentlich nur eine Möglichkeit, wenn du den Google Tag Manager im Einsatz hast. Du musst das Document Object Model deiner Webseite scrapen, wie wir so schön sagen. Das ist immer der Last Resort. Ja, also das sollte die letzte Lösung sein, wenn du an Informationen kommen möchtest, die du trackbar machen willst in dein System, sei es also ein Umsatzwert oder ein bestimmtes Merkmal, ein Tarif, was auch immer das ist, dann kannst du in das HTML der Webseite gehen und dort dir bestimmte Elemente sozusagen raus extrahieren und du schaffst dir damit, wenn man so will, einen, ja, man kann nicht sagen einen künstlichen Data Layer, aber du schaffst dir damit Informationen aus deiner Webseite und machst sie dann verfügbar in den einzelnen Systemen. Das Problem ist jetzt, wenn etwas an der Webseite, also an dem HTML, geändert wird, dann kann es mitunter sein, dass diese Informationen, diese Daten, die du aus der Web-Schicht, also aus der sichtbaren Schicht der Seite holst, dass die sich dann natürlich auch verändern und nicht mehr funktionieren, beziehungsweise nicht mehr dementsprechend, was du da ursprünglich raushaben wolltest. Und das macht den Data Layer so attraktiv, weil der wird nicht so ohne weiteres angepasst und selbst wenn oberflächliche Änderungen auf der Webseite stattfinden, sei es im Design, sei es im Text und so weiter, dann hat das keine Auswirkung auf das, was dort im Data Layer implementiert wurde oder implementiert ist. Genau. Es gibt bestimmte Vorgaben, wie die Informationen im Data Layer auszusehen haben, wenn ich in der Welt von Facebook oder in Google Analytics 4 unterwegs bin. Wenn ich dann zum Beispiel E-Commerce-Events haben möchte, dann müssen die eine bestimmte Struktur aufweisen. Tun sie das nicht, muss ich mir die Informationen aus dem Data Layer
umschreiben und so zur Verfügung stellen, dass ich sie nutzen kann. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Und ja, letztlich gilt es auch da, Datenschutzrichtlinien einzuhalten. Und nur weil etwas im Data Layer ist, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch nutzen darf und an entsprechende Systeme zur Verfügung stellen. Der Data Layer macht also die ganze Web-Analyse oder das Tracking erst so richtig spannend, weil ich dann Informationen in meine Auswertungssysteme bekomme, die ich vielleicht so sonst gar nicht gehabt hätte in den Systemen. Wenn du mehr über den Data Layer erfahren willst, dann buch dir doch mal einen Termin bei uns, bei Master of Search. Wir schauen uns mal an, was wir auf deiner Webseite so alles machen können. Gegebenenfalls bist du jetzt gerade auch sozusagen vollkommen verzweifelt vor deiner Webseite, vor deinem Websystem, weil du eben bestimmte Informationen unbedingt auswerten willst, die nicht im Data Layer vorhanden sind, dann auch dann sprich uns mal an. Ich kann dir sonst empfehlen, wenn es sich um ein standardisiertes System wie zum Beispiel WordPress, Magento, Shopware, Shopify und so weiter handelt, dann gibt es tolle Plugins für die gängigen Systeme wie E-Commerce, Facebook und Co., die dir strukturierte Informationen in den Data Layer ablegen und du kannst sie dann mit dem Google Tag Manager zum Beispiel aufgreifen. Ist das nicht der Fall, dann Webentwickler kontaktieren, dem ein entsprechendes Briefing geben und dann die Informationen dort zur Verfügung stellen lassen. So, und ich hoffe, du musst jetzt nicht Jahre durch den Weltraum reisen, um den Aufhänger vom ganz am Anfang wieder aufzugreifen, um zu erfahren, was es mit dem Data Layer auf sich hat und wie der überhaupt mit deiner Webseite und deinem Tracking und deinem Tag Management zusammenhängt. Ich hoffe, dafür konnte ich dir jetzt zumindest eine Abkürzung geben. Wenn ja, dann freue ich mich, bewerte uns gerne hier, bewerte diesen Podcast, folge uns auf YouTube und schau doch gerne mal wieder rein, was wir so Neues zum Thema Data Layer dort veröffentlichen.